Wir sind soweit. Weiter geht's im Programm mit dem Vortrag Palantir, deutsche Polizeiarbeit verfassungswidrig, von Manuel Attuk und Caroline Krohn. Ein Applaus bitte. Ja, Tag zusammen. Wir erzählen euch heute ein bisschen was zu Palantir, der Überwachungs- und Kontrollsoftware, die in Deutschland auch inzwischen eingesetzt wird, und warum wir sagen, das ist ein ganz schlechter Plan. Wer sind wir? Caro, der gute Teil, ich der anzündende Teil, Herr Hase. Caro ist Gründerin und Sprecherin der AG Nachhaltige Digitalisierung. Ich habe dann diese Vision mitverfolgt und habe gebettelt und wollte mitmachen. Und jetzt sind wir beide da dran zu sagen, okay, was ist Nachhaltigkeit, wie funktioniert Nachhaltigkeit in der Digitalisierung, es sind eben auch soziale Fragestellungen, und was macht beispielsweise Überwachung mit den kommenden Generationen aus und wie gehen wir damit um? Caro selber kommt aus der Privatsphären-Ecke und hat da immer fleißig gekämpft, ist dann inzwischen in die Sicherheitsberatung übergegangen, weil sie eben all diese Dinge gesehen hat, dass es einen Zusammenhang gibt, ist aber auch politisch aktiv bei den Grünen, Full Disclosure, ne? Und versucht da viel zu wirken. Und ich mache eben unter anderem als Gründer und Sprecher der AG Kritis vieles in den kritischen Infrastrukturen, aber eben wie gesagt auch in der Mitgründung der AG Nachhaltige Digitalisierung mit und leider auch unter den Privatsphären- und Sicherheitsfragestellungen. Also insofern werden wir beide aus diesem Kontext heraus mal ein bisschen was erzählen zu Vera. Genau. Ja, also das unerfreuliche Thema haben wir euch jetzt mitgebracht. Wir haben euch also vorhin schon mal, einige von euch sehen wir jetzt wieder, die waren vorhin schon beim Vortrag zur Frage AG Nachhaltige Digitalisierung. An der Stelle haben wir jetzt einfach mal gesagt, wir haben uns zwar gleich vorgestellt, aber das ist so ein bisschen so der Peak unserer unseres Anzündengagements hier. Und ja, vielen Dank für das Full Disclosure, dass das natürlich ein extrem politisches Thema ist, das wir mitgebracht haben. Und ich bin parteipolitisch engagiert, und wer mich auf Twitter verfolgt, weiß, dass ich meine Partei nicht ausnehme von der Kritik. Das tue ich hier auch sehr gerne. Wenn ihr einmal den Anknopf schaltet, dann mache ich hier definitiv keinen Wahlkampf, weil auch wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Genau, wir haben uns dieses Thema rausgesucht, weil das halt ein aus unserer Sicht super extrem brennendes Thema ist. Und wir schon an der einen oder anderen Stelle auch öffentlich dazu Stellung genommen haben, beim Deutschlandfunk, beim Morpheus, wer den kennt, natürlich kennt ihr alle den, und an verschiedenen anderen Stellen, auch in Printmedien und dergleichen, weil halt eben das Thema Palantir einfach eins ist, das so tief in unsere BürgerInnenrechte eingreifen wird, dass wir uns da sehr erhoffen, bei euch halt zumindest auch mal so einen Anklang zu haben, dass ihr über das Thema auf jeden Fall mit Bescheid wisst, und wenn ihr die Gelegenheit habt, da halt auch euch beteiligt an ich will jetzt nicht so sagen Protestaufruf, ne, aber eigentlich ist es einer. Spendet Kerosin oder zündet es selber an. In den Worten vom Hasen, genau. So, also wir erzählen euch erstmal, was die Problematik ist. Wir haben jetzt das ganze Thema Palantir ist eins, das wir seit einigen Jahren vor der Brust haben. Wer das Unternehmen nicht kennt, wird sich vielleicht ein bisschen über den Namen wundern. Wer von euch kennt nicht Herr der Ringe? Ach, okay, also ein paar gibt es dann doch. Okay, also Palantir ist dort halt eben bei, also gut, wer es gar nicht kennt, das reicht vielleicht ein bisschen weit. Genau, erzähl mal kurz Herr der Ringe. Erzähl doch mal kurz Herr der Ringe, okay. Long story short, es ist ein sehendes Auge, ein Zukunftsbringer, eine Kugel, die sagt, die was den bösen passiert. Mächten verhilft dazu, in Kontakt miteinander zu sein. Deswegen ist das schon irgendwie sehr interessant, dass Peter Thiel, der uns auch bekannt ist als großer Silicon Valley Investor, sich diesen Namen für seine Firma ausgesucht hat. Man darf auch sagen, Palantir ist ein Unternehmen, das auch von der InQtel gefördert worden ist, als es gegründet wurde. InQtel ist der Inkubator der CIA. Daher habt ihr schon so ein bisschen einen Blick dafür, in welche Richtung das alles geht. Eins der beiden Produkte, die Palantir rausgibt, nennt sich Gotham. Wer kennt Batman nicht? Okay.
Und Gotham ist ein Software-Tool oder ein Datentool, das vorgesehen ist, nicht nur für die öffentliche Verwaltung, sondern speziell für Sicherheitsorgane, um dort eben mittels großer Datenmengen Ermittlungsarbeit zu unterstützen, sage ich jetzt erstmal neutral. Und es gibt einen Begriff, den wir dann nachher auch aufgreifen werden, der in den USA den großen Verkaufsschlager ausmacht, und das ist dieser Begriff des Predictive Policing, also vorhersagbare Polizeiarbeit. Das sind stochastische Verfahren, bei denen menschliches Verhalten vorhergesagt wird auf Grundlage der Daten, die über einen Menschen zu erheben sind und wo ein potenzielles kriminelles Verhalten vorher analysiert wird und das Ziel verfolgt, einen Menschen daran zu hindern, eine Straftat zu begehen, bevor sie überhaupt entsteht und bevor derselbe Mensch, der diese Straftat angeblich begehen wird, das selber weiß, dass er sie begehen wird. Also es ist nicht so schwer herauszufinden, dass das für uns eigentlich ein dystopischer Zustand ist, weil selbstverständlich ganz massive rassistische Voreinstellungen in solche Big Data KI-Systeme integriert sind. Jetzt haben wir... Man wird also eine Straftat nicht getan haben worden sein, weil diese Software intelligenter ist und dir sagt, dass du die getan haben würden wirst, aber die Polizei es verhindert, weil sie ja dieses geile Tool einsetzt. Klar. Genau, Minority Report. Ja, so ein bisschen genau. Minority Report, ja. War wahrscheinlich ein guter Anlass für ihn zu sagen, geiler Scheiß, sowas entwickle ich jetzt, Scheiß auf die Grundrechte, wir bauen so ein Tool. Ganz genau. Das ist, so, glaube ich, eine Basis. Das ist halt irgendwie so, wir stehen jetzt hier und erzählen halt, dass es diese gruselige Firma gibt, die diese gruselige Software macht und so. Das Krasse ist, dass wir hier stehen müssen und das erzählen müssen, weil die gibt es halt wirklich. Also Peter Thiel, wer sich mit dem noch nicht befasst hat, ist ein Milliardär, ein Investor aus dem Silicon Valley, der sich halt unter anderem auch an PayPal, glaube ich, beteiligt hatte, an Facebook und an viel mehr. Ein deutschstämmiger Amerikaner, der auch Philosoph ist übrigens, das schockiert mich immer, also kein dummer Mensch. Ja. Der aber das Gefühl hat, Demokratie ist irgendwie ein Störfaktor, den sollte man überwinden. Und eigentlich ist das Ziel, dass halt eine bestimmte weiße, überwiegend männliche Elite eine neue Lebensform irgendwo auf einem anderen Planeten etabliert und ist da halt im Silicon Valley mit so ein paar anderen durchgeknallten Typen da dabei, das zu machen. Und wenn ihr halt so schöne neue Welt gelesen habt und so, das ist so seine Positivvision der Welt. So, und jetzt hat er halt Palantir vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so gegründet, sind das ungefähr. Und Palantir ist bereits in sehr üppiger Nutzung in den Sicherheitsorganen in den USA und schwappt nun nach Europa. Und wir wollten euch nur mal so ein bisschen erzählen, wie weit die in Deutschland sind, wie hier die aktuellen Debatten sind und warum das Bundesverfassungsgericht da einmal interveniert hat und gesagt hat, so geht's bitte nicht. Könnte man auch denken, dass es trivial ist, aber das ist halt alles so ein bisschen... Ja, so. Ja, das fasst es gut zusammen. Genau. So, Palantir, Gotham heißt bei uns in Deutschland, dort, wo es begonnen wurde, Vera. Ne? Vera klingt erstmal harmlos, googelt mal Vera, dann findet ihr kein Palantir. Denn das ist die verfahrensübergreifende Recherche und Analyse. Das ist halt im Prinzip, beschreibt das das Verfahren von Palantir. Was macht Palantir konkret, wenn man bei der Polizei irgendwo aktenkundig wird, ob als Zeuge eines Verbrechens, ob als Opfer eines Verbrechens, ob als Beteiligter eines Verbrechens, ob als Geschädigter, ich weiß nicht was, alles, ne, werden wir aufgenommen, werden unsere Daten aufgenommen bei der Polizei, und aus gutem Grund hält man uns, die unterschiedliche Funktionen oder Stakeholder eines Verbrechens sind, in unterschiedlichen Datenbanken. Ja, das hat die Bewandtnis, dass ein Opfer eben ein Opfer ist und kein Täter. So. Palantir jetzt überwindet dieses Problem und schafft eine Software, bei der diese Datenbanken wieder zusammengeführt werden, um Zusammenhänge identifizieren zu können. Und das halt mit dem Blick darauf, dass auch innerhalb der Polizeien, also die Polizeiarbeit erleichtert werden soll, aber möglicherweise auch die Zusammenarbeit zwischen den Polizeien im föderalen System erleichtert wird und Verbrechensbekämpfung insgesamt erleichtert wird. Man kann ja sagen, wenn man mit der Polizei zu tun hat und so und weiß, welche Ermittlungsprobleme es gibt, dass es durchaus wünschenswert ist, dass der Polizei mal Arbeit erleichtert wird. Jetzt gibt es aber ein Problem, das uns jetzt wichtig ist und ein wichtiges Anliegen ist, und das ist der Rechtsstaat. Wir leben ja in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und so sehr das auch fürchterlich ist, wenn Polizisten jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, das meine ich auch ernst, ist trotzdem
eine verfassungsmäßige Limitierung dessen, was die Polizei tun kann, eigentlich vorgesehen, nämlich genau an dem Punkt, wo wir darüber reden, dass jeder und jede von uns Bürgerrechte hat, die gewahrt werden müssen und die uns sozusagen davor schützen, dass der Staat Übergriffsrechte an uns hat. So, und wie gesagt, die Idee jetzt von Palantir, das, was sie bisher verkaufen wollen, ist, dass wir halt sagen, okay, jetzt geht es halt erstmal darum, völlig egal, in diesem Suchmechanismus, ob man jetzt irgendwie auch vielleicht auch gar nicht polizeikundig war, sondern nur auf sozialen Medien unterwegs war oder wie auch immer, wie gelingt es einfach, unseren Namen in eine Datenbank zu bringen und dort halt zu erfahren, waren wir mal irgendwie Verkehrssünder, waren wir mal Parksünder, haben wir mal jemanden vergewaltigt oder anderes. Oder waren wir mal Zeuge eines Geschehens oder mit aktenkundig. Also Vera adressiert nicht nur die Integration und Zusammenführung aller polizeilichen Datenbanken, die ja aus guten Gründen getrennt wurden, sondern nimmt auch Internet und soziale Medien mit in den Blick und packt die auch noch mit in die Analyse rein. Also ist schon sehr, sehr umfänglich. Hallo Kleines. Okay. Genau. Ja. Die ersten, die da ziemlich vorgeprescht sind, ist ja die Polizei Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist dieses Gesicht einigen Leuten geläufiger, dem haben wir das zu verdanken. Das ist der amtierende Innenminister Reul, der halt eben tatsächlich einen großen Gefallen an Palantir gefunden hat und gesagt hat, genau das brauchen wir. Ja? Wir haben so viele Verbrechen in Nordrhein-Westfalen und deswegen ist halt so diese Glitzerlösung genau die, die uns jetzt künftig helfen wird, alle Verbrechen aufzuklären. Dann gab es Testläufe, es gab Gespräche mit Palantir, die offenbar auch teilweise, ich meine, ich weiß es nicht genau, ob er mit im Silicon Valley war, aber jedenfalls war das Silicon Valley bei ihm. Und daraufhin kam halt eine Entscheidung, die auch jenseits verschiedener Vergabevoraussetzungen ablief, die dazu geführt haben, dass jetzt sozusagen dieses Tool prävalent war, weil nichts anderes kann dieses Problem, das es bei den Ermittlungen gibt, auch lösen angeblich, außer Palantir eben. Und so hat Herbert Reul mal irgendwie in der letzten Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen entschieden, dass das für die Polizei angeschafft werden soll. Wir sind jetzt im Moment bei plus 40 Millionen zusätzlich zum Nutzungspreis. Das heißt, der Skandal in den Medien bezog sich eher darauf, dass das ganze Unternehmen teurer geworden ist als vorgesehen, und zwar signifikant teurer als vorgesehen. Aber man hat schon erste Probeläufe gemacht zu Palantir und es gab halt eine Situation, die es in die Berühmtheit geschafft hat, nämlich, dass halt tatsächlich ein kinderpornografischer Ring durch einen entscheidenden Hinweis von Palantir ausgehoben werden konnte, weil einer der Täter dieses Rings sein Mobiltelefon benutzt hat bei einer Verkehrskontrolle oder ähnliches und deswegen sozusagen Daten aus unterschiedlichen Datenbanken in der Zusammenführung ein Match ergeben haben und dieses Match zur Identifizierung einer der Täter und damit des Rings geführt hat. Und aus seiner Sicht zeigt das halt eben den besonderen Erfolg und die Legitimität, ein solches Tool zu nutzen, bei dem man sonst möglicherweise hätte viel, viel Leid nicht verhindern können. Was noch zu ergänzen ist, ist, dass NRW gesagt hat, naja, wir haben ja vorher mit der Wirtschaft in Deutschland gesprochen, niemand konnte uns ein geeignetes Tool in endlicher Zeit bereitstellen oder entwickeln oder machen. Wir selber waren auch ein bisschen zu doof dafür, reden wir nicht darüber. Aber dann haben wir ja dieses tolle Tool kennengelernt und wollten das unbedingt haben. Man hat auch vorher, jetzt muss ich überlegen, Atlas war, glaube ich, von IBM Atlas eingesetzt als Maschinerie, das auf IBM Watson basiert, auch so KI-mäßig, war aber auch nicht den Bedürfnissen gerecht, wie auch immer. In langen Diskussionen habe ich auch gesagt, naja, also man muss halt entweder mit der Wirtschaft oder selber die Kompetenzen aufbauen und das machen. Klammer auf, was macht eigentlich die CITES beruflich, die ja eigentlich Lawful Interception für alle einheitlich standardisieren wollte, aber keine Rechtsgrundlage hat, Klammer zu. Und dann wurde gesagt, komm hier bloß nicht mit CITES, der Scheißverein hat uns mehrere Beamte sozusagen abgegriffen und die hängen jetzt da rum mit mehr Geld und viel Spaß, aber machen jetzt hier nicht mehr echte Arbeit. Also die nehmen einem eher Ermittlungsmöglichkeiten weg, als sie welche bringen und die sehen wir auch in den nächsten Jahren nicht als Bringer von Lösungen. Also das sind Problemlagen, kann man so machen, ist dann aber auch Kacke. Ja, und dann zu sagen, wir nehmen eine verfassungswidrige Software als Lösung, das kann es auch nicht sein. Aber das sind die Situationen, die da diskutiert wurden. Also aus faires Halber muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo NRW es gemacht hat, war es noch nicht nachgewiesen verfassungswidrig. Es hat niemand geklagt. Und doch gab es halt bürgerrechtliche Organisationen, die sich da plötzlich an etwas erinnert gefühlt haben.
bei dem, was diese Software da macht. Hat jemand vielleicht eine Ahnung, eine Vorahnung, woran ihr euch erinnert fühlt? Habt ihr ein Stichwort im Kopf? Vorratsdatenspeicherung? Ist nah dran, ja. Aber noch nicht ganz. Stasi? Ja, die Stasi. Ein Raster rattert dir durch den Kopf. Ganz so eine Art Rasterfahndung vielleicht, ne? Genau. So. Also genau. Das, was Palantir hier macht, ist nicht neu. Wir haben das mit, also ich weiß nicht, wem von euch damalig heißt 60er, 70er Jahre, BKA-Präsident, ich habe das jetzt gerade im Kopf gehabt, bitte? Horst Herold im Kopf. Und Horst Herold hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht, Terroristen zu jagen, und zwar ganz konkret RAF-Terroristen. Und dem wird ja auch sehr viel Literatur zu Horst Herold, weil der halt irgendwann total abgedreht ist und seine Empathie gegenüber Terroristen, um ihr Verhalten zu prognostizieren, an die Spitze getrieben hat und auch dort schon auch noch, als er abgedankt hat und in Rente gegangen ist, festgestellt wurde, dass er in seinem privaten Keller irre viele riesige Computer stehen hatte, um irgendwie Daten zu verarbeiten. Es ging damals um Fahndung nach, drei Dutzend Terroristen in der Peakphase der Ende der 70er Jahre, und in seiner Rasterfahndung sind 7 Millionen Deutsche gelandet. In seiner privaten im Keller, ne? Naja gut, das soweit, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht so, aber was halt das Problem daran ist halt eben, dass es darum ging, dass es ein Phänomen gab, bei dem es eine verhältnismäßig kleine Gruppe gab, die sich massiv radikalisiert hat und gewalttätig geworden ist, aber es eine sehr, sehr große Gruppe an Unterstützern gegeben hat, die in unterschiedlicher Intensität den Terroristen beispielsweise Unterschlupf gegeben haben oder Waffen besorgt haben oder irgendwelche Verdeckungs- oder zumindest Schweigeleistungen erbracht haben und so weiter. Und das ist halt eben der Grund, warum die Unschuldsvermutung zu dem Zeitpunkt nicht mehr galt zur Rasterfahndung. Nicht? Also bei der Unschuldsvermutung ist es ja so, dass zunächst mal jeder von uns, der heute hier mit im Raum sitzt, und auch jeder, der hier vorne auf der Straße ist und eigentlich auch jeder andere in Darmstadt, per se einmal als Inhaber von BürgerInnenrechten die Unschuldsvermutung genießt und deswegen davon ausgehen sollte, in keinerlei Ermittlungen involviert zu sein. Genau, außer dem Hasen. Die Rasterfahndung ist genau die Umkehr von Unschuldsvermutung, weil bei der Rasterfahndung zunächst mal jeder verdächtig ist und man halt Leute, die aus Gruppen rausfallen, rausselektiert. Das heißt, wenn man weiß, ein Verbrechen wird vielleicht zunächst mal eher von einem Mann begangen als von einer Frau, fallen schon mal die Frauen alle raus. So, und dann gibt es halt Altersgruppen. Wer aus diesen Altersgruppen Klassifikation und so weiter. Genau. Und das Aussieben führt dazu, erstmal sind alle sozusagen verdächtig und ich siebe aus, wer definitiv rausfällt, übrig bleiben dann die Kriminellen oder so. Genau. Aber das ist eben genau das Gegenteil der Unschuldsvermutung. Das ist erstmal die Schuldvermutung. Ne? Alle sind schuld und man muss erstmal beweisen oder ausklammern, dass jemand nicht schuld war. Und dann kann er ausgenommen werden. Und das ist natürlich nicht das, was wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung irgendwie erwarten oder in einem demokratischen Rechtsstaat. Ganz genau. Ja, das haben wir erklärt, genau. Diese Debatte ist halt natürlich in Hessen nicht vorbeigegangen und dennoch dachte man sich so, auch hier haben wir ja jemanden, den haben wir auch mitgebracht, den Peter Beuth, unseren amtierenden Innenminister in Hessen, der sich gedacht hat, ach, so eine Rasterfahndung ist doch eigentlich total cool. Ne? Ist der Wenn Mann man der das Polizei. Digital mit KI und Glitzer macht, noch besser. Ganz genau. Ja, also auch hier, wir müssen dazu sagen, wir müssen jetzt nicht so in Lästertiraden über unsere Politiker rausgehen. Das hat der Jan Böhmermann schon gemacht, also auch gerade in der Frage. Ja, der hat dazu wirklich gut recherchiert, also guckt euch die Folge an, die lohnt sich. Der hat das schon sehr schön detailliert dargestellt, was da Sache ist und wer mit wem wie zurechtgeklüngelt das Ganze gekümmert hat, dass das hier eingesetzt wird. Ne? Ganz genau. Also das Thema ist halt, wir haben halt verschiedene Probleme an der Stelle am Start. Ne? Das eine Problem ist Palantir selbst und wer Palantir gegründet hat, wer Palantir führt. Ne? Und das ist halt, ich sag's jetzt einfach mal auch ganz deutlich. Wer auch Kunden von Palantir sind. Ne? Ich meine, das ist ja auch hier an der mexikanischen Grenze, werden zum Beispiel die Eltern von den Kindern separiert.
mit Unterstützungsleistungen von Palantir Software und so. Ne? Also genau. Das ist schon alles sehr menschenverachtend, was damit passiert. Genau, also das allein wäre eigentlich schon ein Argument, ne? Dass wenn wir Palantir kaufen, wir damit eigentlich dem derzeit wahrscheinlich mächtigsten Faschisten der Welt Geld zuwerfen. Das stört die Kollegen hier anscheinend nicht so sehr. Das zweite Thema ist halt, was Palantir tut und was Palantir vor allen Dingen auch gegen Bürgerinnen und Bürger tut, im Versuch sozusagen dem öffentlichen Dienst hilfreich zu sein. Und das dritte Thema, und das, dazu lade ich auch ein, dass ihr euch damit beschäftigt, wir haben jetzt in der Pause viel über Vergaberecht geredet, dass, man kann nur so viel sagen, überall dort, wo Palantir ist, ist das Vergaberecht nicht eingehalten worden, das kann man so sagen. Und auch hier, wie gesagt, will ich ganz faires halber sagen, wir haben in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, Schwarz-Gelb gehabt, als es sozusagen angeschafft wurde, jetzt ist es Schwarz-Grün. Wir haben Schwarz-Grün in Hessen. In beiden Fällen ist es da, also das heißt, die Grünen sind mit dabei, ich will hier keine Parteiwerbung machen. In Hamburg haben wir halt eine rot-grüne Regierung und auch die hat sich sehr, sehr, sehr intensiv mit Palantir beschäftigt und sehr damit geliebäugelt, die Polizei damit auszustatten. Da aber Hessen, wo übrigens Palantir nicht Vera heißt, sondern Hessen-Data, also wenn ihr es mal hört, ganz wichtig, ja, haben schon festgestellt, es gibt eine Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht und zwar die ganz mutigen Kollegen von der Gesellschaft für Freiheit. Also Shoutout an die Kollegen, die hier wirklich ganz, ganz massiv agiert haben und wirklich gute Arbeit gemacht haben. Ich empfehle eine Fördermitgliedschaft. Ja, beste Investition. Ja. Und die gesagt haben, das geht so nicht. Ja? Weil das, was Palantir kann, und zwar nicht as a bug, but as a feature, ist mit unserer Verfassung nicht zu vereinbaren. Punkt. Ja, und da könnt ihr halt auch nachlesen, da gibt es verschiedene Statements, auch von Constanze Kurz übrigens, die auch sagte, allein die DSGVO, ne, ist diametral zu dem, was hier das Palantir-Produkt tut. Wir ziehen jetzt vors Bundesverfassungsgericht und wir klagen gegen speziell Hessen. Und Hamburg hat dann gesagt, ja, wenn die eine Klage haben, dann warten wir einfach mal ab erstmal, ne, wie da beschieden wird, um mal festzustellen, machen wir es oder machen wir es nicht. So, ne, also hier haben wir halt tatsächlich im Frühjahr dieses Jahres einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht und natürlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nö, könnt ihr nicht machen. Ne? Genau. Wer hätte das gedacht? Also muss man nachbessern bis 30.09. Mhm. Ne? Das war die Frist, bis dahin darf man noch agieren, aber bis dahin muss gesetzlich nachgebessert werden, sprich Ende dieses Monats muss das veränderte Verfahren da sein. Und wir haben uns die, also es ist konkret § 25a, hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, HSOG, das ist angepasst worden. Wir haben uns die Variante auch nochmal angelesen und sagen, also technisch, das kannst du nicht realisieren, in der Theorie vielleicht, aber technisch nicht. Das ist und bleibt verfassungswidrig. Man kann das nicht in einer solchen Form in IT gießen. Ja. Ja. Genau. Also ihr müsst dazu wissen, achso, mach mal zurück. Ja, dazu müsst ihr nicht wissen, wir kommen nachher zu komischen Dingen. Genau. Man muss dazu natürlich wissen, dass der große Vorwurf, also selbst das, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Bundesverfassungsgericht gebracht hat, ist nur ein Bruchteil dessen, was hier ins Gesetz gegossen worden ist. Also für die Technokraten von uns, das geht halt ganz konkret um den Paragraph 25a. Und hier geht es ganz konkret um die automatisierte Anwendung der Datenanalyse. Und dieser automatisierte Teil ist das, an dem sich das Bundesverfassungsgericht gestört hat und gesagt hat, wenn ihr es automatisiert, dann kriegt ihr auch bestimmte Anonymisierungsverfahren für personenbezogene Daten gar nicht raus. Klammer auf, das ist doch aber ja nun gerade nicht vorgesehen. Also ne, es werden da auch Anonymisierungsverfahren mit beschrieben, aber wenn es darum geht, Täter zu ermitteln, dann geht es um Identifikation. So, also warum wäre dann halt irgendwie ein zusätzlicher Nutzen hier zu anonymisieren oder auch nur zu pseudonymisieren? Das ist doch Unsinn, ja, so. Und die Antwort von Herrn Beuth war darauf, ne, also dieses Predictive Policing machen wir nicht. Ne? Wir machen das nicht, macht euch keine Sorgen. Vertraut uns einfach. Und weil ihr uns vertrauen könnt, machen wir noch ein Code-Review vom Fraunhofer oder so. Ne? Stimmt, genau. Das kam dann auch noch. Die prüfen dann im Code, dass es keine Backdoor gibt und keine Daten irgendwie rausfließen. Haben die auch. Und das haben die auch geprüft und sagen, ja, okay, wir haben nichts gefunden. Dann denken wir so, okay, verfassungswidrige Software wird verfassungsfähig, weil man Code-Review gemacht hat. Was? Also, das funktioniert ja nicht. Das heißt, man hat absichtlich eine andere Fragestellung gestellt, die dann irgendwie beantwortet wurde. Aber das interessiert einen Gasmann und Klempner nur nicht die Realität, weil verfassungswidrig bleibt es ja trotzdem. Ja, also was ein Humbug. Da wir gerade von verfassungswidrig reden und ich schon wieder schlechte Anzündlaune habe, kommen wir jetzt zum Bild des Tages. Ja, was hat denn diese gute Frau gemacht?
Nancy Faeser hat sich hier tatsächlich mal mit Ruhm bekleckert. Ja, zufällig, aber aus Absicht, weil sie eben gewählt werden will in Hessen, aber das, ja, genau, das ist Populismus halt. Das ist halt eine rein politische Geschichte. Also hier Hintergrund, ne, können wir auch nochmal zeigen, es ging halt darum, Vera auszuweiten auf die gesamte Bundespolizei. Und Nancy Faeser hat gesagt, die Bundespolizei soll das nicht haben. Dann haben wir natürlich gejubelt. Genau. Der Grund dafür ist, dass Europol das auch aus verfassungsrechtlichen Bedenken heraus verneint hat. Und deswegen, weil Europol gesagt hat, das wird nichts mit Palantir, macht die Bundespolizei das jetzt auch nicht. Wir halten das jetzt einfach mal so fest und jetzt ganz, ne, so aus... Das hat nichts damit zu tun, dass die SPD in Hessen... in der Opposition sitzt. Ach ja, in der Opposition. Und jetzt stellt sie sich auf und möchte Spitzenkandidatin. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist ganz bestimmt, weil Europol gesagt hat, es ist verfassungswidrig. Und diverse Bundesländer in Deutschland sagen, hey, ist uns total egal, wir benutzen das Tool und es ist total geil. Theoretisch wäre das aber jetzt eine gute Nachricht, oder? Ja, in der Praxis ist aber so, wir haben ja noch nicht über Bayern geredet. Denn wenn wir schon alles anzünden... Dann kommt immer einer und sagt, hold my beer, ich kann noch einen drauflegen. Mhm. Was hat Bayern draufgelegt? Ein Rahmenvertrag mit Palantir, das nach dem EVA-Prinzip bedienbar ist von allen Bundesländern. Genau, also die haben wirklich einen Rahmenvertrag mit Palantir vereinbart, während dieser ganze Mist läuft und Europol sagt, nee, danke und alle anderen rumklüngeln und sagt, wir haben jetzt den Rahmenvertrag und der gilt gleich für alle 16 Bundesländer, wer möchte, kann sich dranhängen und den Kram auch noch kaufen. Ja, so... Hinten bei. Also, wir haben euch da jetzt kein Bild mitgebracht vom Innenminister, weil es reicht jetzt. Nee, den, also ist dann jetzt auch okay. Ja. Wie jetzt Bayern damit umgeht, mit der Möglichkeit über KI, Glitzer, bla, Predictive Policing zu machen, wissen wir nicht. Ja, aber wir wissen ja, Hessen wird es vertraut uns nicht machen und alle anderen, ach ja, ist ja föderal, die müssen sich gar nicht dran halten. Genau, also das, wie gesagt, das war halt so ein linker Trick, weil Hessen und Nordrhein-Westfalen die Initiative hatte zu sagen, jetzt haben wir halt, Polizei ist Landesrecht, wir haben eine Bundesinnenministerin, die von der SPD ist, die wahrscheinlich dagegen sein wird, also machen wir jetzt eine Initiative, dass alle CDU-geführten Länder jetzt Palantir implementieren wollen und eine Mehrheit im Bundesrat generieren wollen. Das haben die versucht, aber selbst Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, die ebenfalls CDU-Innenminister haben, haben gesagt, oh, seid ihr verrückt? Auf gar keinen Fall. So. Weil wir halt auch eine limitierte Zeit hier haben, der Morpheus, da ist er, ich habe ja am Anfang auch noch mal erwähnt, der hat sich richtig ins Zeug gehängt. Wir haben ihm gesagt, hier Morpheus, hast du das eigentlich auf dem Schirm? Und er so, oh, krass, nee, kümmere ich mich drum. Und dann hat er eine wirklich sehr umfangreiche, also erstmal ein Video gemacht und dann hat er noch mal so ein Interview gemacht mit einem anderen Aktivisten und mir, wo wir halt versucht haben, das wirklich so auszufragmentieren und da alle Details mal zu nennen. Also hier an der Stelle, ihr kriegt den Link noch dazu. Aber so seht ihr ihn mal, also Morpheus solltet ihr sowieso sehen, das ist super wichtig, was der halt an Tutorials hat und so, zieht einem die Schuhe aus. Aber wie gesagt, der hat sich halt mit dem Thema jetzt auch mal befasst und hat Palantir auch nochmal gut erklärt. Und das ist unsere Literaturempfehlung für heute für diese Causa. Genau, guckt euch diese Literatur an, es lohnt sich. Genau. So, und damit sind wir am Ende. Vielen lieben Dank und eröffnen die Fragerunde oder Gesprächsrunde. Ihr dürft gerne diskutieren und debattieren. Genau, unser Hero nimmt dran. Es kann nur sein, dass keine gute Laune übrig bleibt. Genau, ich komme dann zu euch. Es ist ja eigentlich nicht nur Bürgerrechte, sondern sogar Menschenrechte. Das ist ja noch ein kleiner Unterschied, weil gerade das ja bei manchen Diskriminierungsfragen vielleicht sogar relevant wäre. Absolut. Ja, definitiv. Also guter Hinweis. Es sind ja die Grundrechte, die da sozusagen unterwandert werden. Und das ist, deswegen sagen wir, es ist verfassungswidrig, weil es nicht verfassungskonform eingesetzt werden kann. Es tangiert also alle Rechte, die wir als Bürgerinnen haben. Ganz genau. Und auch eine Nachbesserung des Gesetzes ist auch illusorisch. Ne? Also da bin ich mir auch uneins mit meinen Parteifreunden, die sagen, eine Nachbesserung hilft. Und ich sage, es gibt keine legitime Verwendung von Palantir. Punkt. Eine legitime Verwendung kann nur ohne Palantir gelingen. So. Ja, vielen Dank für den Anriss über Palantir. Palantir ist eine Firma, die im Wesentlichen ihr Geld auch damit macht, dass sie für die amerikanischen Dienste arbeitet. Das ist bekannt, das hat für uns erstmal keine Relevanz. Inwieweit werden die in Deutschland auf seltsame Art und Weise zusammengeführten Daten, das heißt die Zusammenlegung von Datenbanken, die Zusammenlegung von Informationen, die schon nach unserem Recht so gar nicht zulässig sind, inwieweit wird denn jetzt garantiert durch organisatorische Maßnahmen,
dass diese Daten aus Deutschland von deutschen Bürgern nicht automatisch auch auf Server, auf Einrichtungen in den USA bei Palantir selbst transferiert werden. Ist das vorgesehen? Wo wird die Verarbeitung der Daten denn stattfinden? Also in Hessen ist es so, dass man gesagt hat, dass Hessen Data ist ein Konstrukt, deswegen heißt es ja nicht mehr Gossem oder Vera. Hessen Data ist ein Konstrukt, was offline, lokal in Hessen betrieben wird. Punkt. Und dann denke ich so, okay. Und dann denke ich nochmal drüber nach, was Palantir genau macht. Es führt Polizeidatenbanken zusammen. Ja, die betreibt man bestimmt auch in einem offline separierten Netz. Und Internet- und Social-Media-Daten. Das ist bestimmt offline per Diskette einspielbar oder so. Ich bin mir total sicher. Und wo es einen Weg reingeht, gibt es bestimmt auch keinen Weg raus. Aber wir haben ja Fraunhofer, die haben festgestellt, keine Backdoor, keine komischen Leitungen. Und deswegen müssen wir dem ja vertrauen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Man tauscht sich ja auch mit Palantir aus und will ja auch eine Verbesserung und spielt auch neue Versionen ein, wird auch Wartung, Bug, Feature, Request, Reporting, alles haben. Das ist illusorisch, glaube ich, in so einem Konstrukt, dass es wirklich offline ist und wirklich keine Daten abwandern. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist noch nicht mal, ob Daten abwandern, sondern dass man A, die polizeilichen Datenbanken zusammengeführt hat, die aus Gründen separiert werden, und B, eben noch mit Internet und Social-Media-Daten anreichert und C, dann eben Leute in eine eben Schuldvermutung und nicht Unschuldsvermutung hält und die Bürgerrechte und die Grundrechte damit einfach komplett unterwandert. Einfach durch die Grundfunktion dieser Software. Es ist einfach nicht machbar, das Ziel von Palantir zu erreichen, ohne das hier mit Vorsatz als intendierten Schaden anzugehen. Zu Nordrhein-Westfalen weiß ich persönlich nichts, ehrlich gesagt, aber also da ist zum Beispiel die Industrie mit ihren aktuellen Trends auch nicht ermutigend. Wir sehen zum Beispiel, dass Zoom nutzbar ist, vermeintlich datenschutzkonform durch Telekom-Server. Microsoft macht ja auch eine ganze Reihe von Dingen, dass sie halt eben bestimmte Produkte zur Verfügung stellt, bestimmte andere nicht, sodass angeblich gesichert ist, dass Daten nicht abfließen und damit DSGVO-konform sind. Aber es gibt ja die Weltraumtheorie vom BND und deswegen können die Geheimdienste im Ringtausch ja alle Daten austauschen. Also insofern werden wir sowieso an allen Stellen unterwandert. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns ausruhen, sondern dass wir erst recht bei solchen Dingen auf die Barrikaden gehen allesamt und sagen, ey, so funktioniert es nicht. Ne? Bitte. Wenn sich jetzt herausstellt, dass das ja alles nicht verfassungskonform ist, hat sich schon. Haben die Bundesländer oder die verantwortlichen Politiker jetzt irgendwas zu befürchten? Nö. Also was denn? Was soll denn passieren? Also ganz ehrlich, es wird nichts passieren. Das Einzige, was sie zu befürchten haben, ist, dass sie sagen, oh nein, wir können die Software nicht mehr einsetzen, jetzt sind wir blind und das ist total schlecht, weil jetzt wird Kinderpornografie passieren und... Genau. Alle Terroristen werden Deutschland kaputt machen. Also ihr müsst wissen, dass der Aufschrei gegen die Ablehnung von Phaser für Palantir bei der Bundespolizei durch die Angehörigen der Sicherheitsbehörden lauter war als der Aufschrei, als das Bundesverfassungsgerichtsurteil kam, dass halt in Hessen nur mit Modifikationen diese Software weiterhin genutzt werden kann. Und das ist halt das, was halt super deprimierend ist. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt nehmen wir diese Gelegenheit mal, dass wir euch das mal erzählen. Und dass wir euch auch ermutigen, euch da anzuschließen, weil das halt einfach wirklich für viele Leute super komplex ist. Und also man könnte höchstens sagen, also einen Rücktritt wird es da nicht geben, weil wie gesagt, dann sagen sie, ja, aber die Polizei ist ja total glücklich darüber. Nicht wählen, ja, könnte man so machen. Aber das, ja. Also vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich es vergessen habe, vorhin zu erwähnen. Ja. Es ist ja so, dass auf der einen Seite die Behörden alle laut aufgeschrien haben, wie, Vera kommt nicht, wir wollen das jetzt unbedingt haben. Und Bayern währenddessen den Rahmenvertrag schon mal vorbereitet hat. Wir alle nicht laut genug schreien, was zur Hölle, das geht alles nicht. Parallel sprechen behördlich Bedienstete, nennen wir es mal ganz generisch mit mir, die Zugriff auf das System haben und das System bedienen und sagen, alter Schwede, was du damit machen kannst, ist aber schon ganz schön gruselig. Also das ist ja wirklich, also aus der polizeilichen Sicht geiler Scheiß, ne? Aber privat, so persönlich als ZivilbürgerIn habe ich schon Bauchschmerzen, was man damit alles machen kann. Das ist nicht gut. So. Und das sagen diejenigen, die das System bedienen. Ja? Nicht jetzt die oberen Chefetagen, sondern wirklich Leute, die an der Konsole sitzen und das Ding
bespaßen können. Und das ist schon gruselig genug, dass solche Menschen genau solche Aussagen unter vorgehaltener Hand treffen. Ja, damit, da habt ihr mal ein Gefühl dafür, wie krass diese Software unsere Rechte unterwandert. Ja, und da muss man nur mal so ein paar Leute, die mit NSU 2.0 Drohbriefen mal ausgestattet sind, mal darauf hinweisen, dass da halt jetzt irgendwie größere Tools kommen, um solche Dinge tun zu können. Ne? Also da, ja, aber das kann ja nicht mehr passieren. Paragraph 25a sagt ja jetzt, es dürfen nur noch ganz wenig Leute darauf zugreifen und dann ist das ja wieder verfassungskonform, okay, quasi, im Prinzip eigentlich. Genau, erstmal vielen Dank. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie der Job des Innenministers einen zum Stasi-Fanboy macht. Naja, ist halt so. Grundsätzlich kann ich ja die Bestrebung verstehen. Es gibt keine Polizisten mehr, es wurden keine eingestellt, es gibt keine ITler, die werden nicht bezahlt. Irgendwas muss man ja tun. Automatisierung ist toll. Ich habe auch eine Kaffeemühle zu Hause. Die Handmühle habe ich abgeschafft, das ist eine automatische, alles super. Trotzdem, ich verstehe es halt nicht. Macht die verfassungskonformen Kaffee? Nein, definitiv nicht. Aber keine Details jetzt. Grundsätzlich finde ich auch die Idee gut, Polizisten da einzusetzen, wo sie notwendig sind. Mhm. Ne, vielleicht auch vom Villenviertel den Polizisten da einstellen, wo Leute wohnen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber gibt es denn mal eine Vergleichsrechnung? Also x Millionen in Palantir, in Lizenzkosten, in was auch immer. Wie viele Polizisten könnte man eigentlich dafür einstellen, die einen vergleichbaren, vielleicht sogar irgendwie greifbareren Job genau machen. Richtig. Ja, genau, das ist genau mein Punkt eigentlich, ehrlich gesagt. Ne? Weil, wie gesagt, das ist halt auch alles Effizienzsteigerung, das kann auch nicht im Sinne der Polizei sein. Und gute Polizeiarbeit muss sozusagen immer die Antwort sein, dass da richtig gut qualifizierte Menschen am Werk sind und diese Arbeit halt einfach machen. Du, ne? Du brauchst halt Ermittlerinnen, du brauchst Ausbildung, und du brauchst Ausstattung. Wenn ich die Vorkriegsmodelle, die da teilweise benutzen, sehe, kann ich auch verstehen, wenn man da radikalisiert wird als Polizistin, weil man echt sagt, die Scheiße kannst du nicht bedienen, das ist gruselig. Ja, Vorkriegsthema. Die Ausbildung, wir haben 300.000 Polizistinnen in Deutschland. Jeder davon kann ein Knöllchen ausstellen. Wie viele davon können Online-Strafanzeigen entgegennehmen? Wir sind noch nicht mal bei Palantir, nur bei Online-Strafanzeigen entgegennehmen. Da scheitern die meisten dran, weil sie das in ihrer Ausbildung überhaupt gar nicht lernen. So, und Ermittlerinnen an Mengengerüst, ja, sehen wir ja. Es gibt irgendwelche Cybercrime Competence Center und Staatsanwaltschaften, die den Schwerpunkt Cyber haben. In diesem Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion in Deutschland gibt es ja etliche solche Institutionen, die irgendwie immer so einen kleinen Teilbereich abdenken, weil Cyber ist immer so dieses Spezialding von diesen komischen Leuten. Und wenn du aber parallel guckst und wirklich mal sagst, okay, was habt ihr da im Einsatz? Es gibt ein LKA, bei dem ich weiß, dass sie eine echt schlechte Software für Kinderpornografie-Analysen und Auswertungen haben, für die Bildersuche und so weiter, Vergleichsdinge. Und dann hat jemand gesagt, naja, also ehrlich, mit einem ranzigen Python-Script ein bisschen ein paar Tage erarbeitet, da habe ich ein geileres Tool. Hat es gemacht, ausgetestet und gesagt, krass, Faktor mindestens 10 schneller, wenn nicht sogar 20. Wenn ich es noch ein bisschen besser mache, wird es deutlich schneller. Ist aber dann gechast worden. Warum? Weil es ein normalmenschlicher Angestellter eingebracht hat und nicht ein beamteter Polizist. Genau. Es geht gar nicht, dass ein Angestellter etwas bringt, zivil angestellt, oh mein Gott, was Beamte und Polizistinnen so, also hätte das ein Beamter als Polizist eingebracht, dann wäre das glorreich eingeführt worden, aber das zivile Angestellte, das geht das gar nicht. Genau. Das sind auch Unternehmenskultur, Fehlerkultur und Kommunikationskultur, die wir in den Behörden haben und auch Populismus, der halt auch ein Problem ist. Aber die Antwort darauf kann doch nicht eine verfassungswidrige Software sein. Genau. Ne? Also, nee, aber das ist halt tatsächlich ein politisch getriebenes Thema. Ne? Also was wir hier nicht machen, ist Polizeibashing. Ne? Also, nein, um Gottes Willen. Absolut. Also, ja. Die Polizei verdient da halt natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich höhere Mittel und Schutzmaßnahmen für und sich Ausbildung, selbst. Und Ausbildung. Und Ausbildung. Nur wie gesagt, das ist halt politisch motiviert, es glitzert und damit haben Leute politischen Profit daraus. Ja? Das ist so und das, ne, also das finde ich, eindeutiger geht es nicht. Das Zweite ist halt, wenn du sowas seriös aufziehen würdest, dann gäbe es erstmal ein Anforderungsheft. Dann gäbe es ja auch erstmal eine Beschreibung, was für ein Problem du hast, damit du es lösen kannst. Oh, Lasten- und Pflichtenhefte, aber das macht man doch jetzt agil mit Glitzer-KI-Blockchain-Dings. Ja, aber das ist halt, in diesem Verfahren gab es das nicht. Also es gab eine Problemlösung, bevor es überhaupt ein Problem gab. Oder zumindest eine Problemartikulation. Es gab eine Software für eine Problemlösung eines Problems, was keins, So, und das waren halt diese Probleme dabei, ja? Okay.
in die gleiche Kerbe auch noch mal ein kleines bisschen. Was ist denn so die Gerichtsverwertbarkeit anschließend? Weil schön, dass die Polizei vielleicht einen Schuldigen für irgendwas gefunden hat, aber bei Gericht darf ja eigentlich nur etwas, was aus nicht verbotenen Quellen kommt, verwendet werden. Ja, ist ja legal, ne? Paragraph 25a wurde ja angepasst. Genau. So. Also das ist das hessische Gesetz über öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ne? Also innerhalb unserer Partei hatten wir die Debatte, dass das auf gar keinen Fall ins hessische Polizeigesetz kommen durfte. Und dann hat die Parteiführung gesagt, ja gut, dann kommt es halt ein anderes. Ne? Also Message angekommen. Dort wird genau beschrieben, wie die Vorgänge sind, wie man sich legitimiert, wie man Kontrollinstanzen einbindet, wie man sozusagen dokumentiert. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also die Nutzung ist halt das eine, die Verwendung, der Kauf und so weiter ist das eine. Aber das, was wir halt jetzt anprangern, ist, dass diese Verfahren politisch durch Gesetze legitimiert werden. Und das ist das eigentliche Problem. Ja? Und wir wissen natürlich auch, große Datenbestände schaffen Begehren. Das heißt, ne, also vertraut uns ist jetzt, ja, steht nicht im Gesetz, dass man kein Predictive Policing machen sollte. Demnächst dann im Darknet die Palantir Hessen Data Datenbank rauskopieren, ja, weil hat jemand geleakt oder verloren. Ja? Das wäre dann der wirkliche GAU. Das ist Menschenleben gefährdend. Aber gut. Also ihr seht, es ist dringlich. Ja? Weitere Fragen oder? Gibt es noch Fragen? Haben wir euch hinreichend deprimiert? Okay. Jetzt bin ich glücklich. Genau. Okay, für gute Laune also, bin ich nicht da. Aber nee, das dann ja, einen kräftigen Applaus. Dankeschön.